Hallöchen zu nächsten Modvorstellen. Heute haben wir hier einen T5 von New Holland in der bekannten blauen Farbe hier. Man kann aber auch ein bisschen umspritzen hier. Genau, so sieht er aus hier im Shop. Frisch zum Download, Link wie immer in der Videobeschreibung drin, aber auf jeden Fall so sieht er aus. Und genau. Ja, kommt daher mit standardgemäß 99 PS mit 24x24 Dual-Command Getriebe, 150 Liter Sprit, 40 km/h, 4,2 Tonnen schwer und ja, für 67.000 Euro. Motorausführung wäre möglich mit 99 PS, mit 107, mit 114 und dann wieder die 99 PS. Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Noggin Tires, Trelleborg mit Standard, 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitrichte 2, Breitreifen und Gewichte, Breitrichte 2, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung Standard. Michelin mehr mit Standard möglich, mit Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte, Breitreifen, Gewichte 2, Zwillingsbereifen hinten, Zwillingsbereifen vorne und hinten, Standard. Continental mit Standard, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen 2, Gewichte und Breitreifen und Gewichte 2, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. Mitas mit Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte, Breitreifen und Gewichte 2, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. BKT mit Standard 2, Radgewichte 2, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. Friedestein mit Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwillingsbereifen hinten, vorne und hinten, Standard. Noggin Tires, gehen nur die Kommunalreifen und dann wird die Trelleborg-Reifen rundum leuchten, gehen die linke, die rechte und beiden. Ne, es geht bloß die linke und dann beide und dann keine. Kohlflügel könnt ihr hinmachen mit Ja oder halt auch Nein. Dann haben wir hier noch die Kupplung vorne mit Frontgewicht feststellen. Dann haben wir eine 3-Punkte-Aufnahme und Frontgewicht, je nachdem, was ihr halt haben wollt hier. Und dann haben wir hier eine Frontladerboot. Da ist auch ein Frontlader übrigens auch dabei in dem Pack. Kann ich euch auch noch gleich zeigen. Kleinen Moment. Frontlader geht mit New Holland, mit Quicke, Hauer und Keinen. Die Hauptfarbe könnt ihr in den paar Farben hier machen, wie ihr wollt. Ne? Man kennt sie ja. Da brauche ich nicht mehr arg viel dazu sagen, glaube ich. Und ja, genauso geht auch die Designfarbe. Da könnt ihr dann halt auch den Sitz und den zweiten Sitz hier vorne, den Beifahrersitz sozusagen, noch einfärben. Genau. Felgenfarbe könnt ihr auch hier umstellen, je nachdem, was ihr halt wollt. Ist durchaus machbar. Ne? Ihr seht hier die verschiedenen Farben. Da könnt ihr dann was draus basteln. Und Kennzeichen könnt ihr auch vorne, hinten. Nur hinten oder ohne Kennzeichen und Hauptfarbe, ja gut, man kennt es ja. Ne? Gut, alles klar, das wäre das. Den Frontlader können wir uns auch noch gleich noch angucken, wenn wir gerade schon dabei sind. Und zwar hier, so, gucken wir mal kurz, zack, zack, zack. Ja, so, das ist er, so sieht er aus, der ist dabei, bei dem Pack, der 701er. Der 57er, genau. Könnt ihr auch in verschiedene Farben machen, natürlich wie den Traktor hier. Ne? Das Einzige, was mir jetzt hier aufgefallen ist, dieses Ding wackelt hier ein bisschen. Wenn ich hier die Farben umstelle, seht ihr das hier ein bisschen? Wackelt ein bisschen durch die Gegend. Nur ein bisschen. So, genau. Der Mod selber, der hat eine Größe von 21 MB, also alles im grünen Bereich, ist die Version 1.1. Link wie immer unten in der Beschreibung. Jetzt gucken wir uns mal das ganze Ding noch an. Traktor sieht so aus, man kann auch die Fenster öffnen mit der Maus. Mauskontroll sozusagen, ja, so sieht er aus. Ich denke, kann man sich auch nicht beschweren hier.
Das passt soweit. Auch hier der Schriftzug oben drauf. Ne? Hier, wer es möchte. Man kann es ja leider nicht wegmachen. Ne? Es bleibt halt drauf. Gut, hüpfen mal rein in die Kiste. Von innen sieht er jetzt so aus. Ich denke, da kann man sich auch nicht beschweren. Das passt so einigermaßen. Das sieht gut aus, genau. Supi. Gut, gucken wir mal, was wir noch können. Wir können hier Motor starten. Wir gucken uns jetzt kurz den Sound noch an oder hören uns den Sound noch kurz an. Halt einen schönen knackigen Sound. Das passt soweit. Wir gucken jetzt mal noch kurz, was wir mit dem Fenster machen können, mit dem, wenn ihr die Maustaste gedrückt haltet. Also die mittlere Maustaste könnt ihr hier die Türe öffnen und schließen mit Sound. Wenn ihr beide Maustasten hoch und gedrückt halten, hoch und runter fahrt, könnt ihr hinten öffnen. Wenn ihr bloß die rechte Maustaste gedrückt halten, könnt ihr hoch und runter die Vorderscheibe öffnen. Ja. Genau. So. Gucken wir noch kurz, ob er das Gewicht anheben kann. Dürfte eigentlich gar kein Problem darstellen. Von dem her gucken wir mal. Upsala. Somit auch kein Problem. Wir kriegen das hoch und runter hier. Das ist kein Problem. Das passt soweit. Genau. Heben geht auch. Gut. Super. Machen wir noch kurz die hintere Sache hier. So. Ihr seht auch hier, es funktioniert. Ich würde nur sagen, ich denke mal, er ist vielleicht ein bisschen schwach vorne dann. Da gehört dann halt vorne ein Gewicht hin. Dann dürfte das auch funktionieren hier. Ja, funktioniert auch einwandfrei hier. So, sehr schön. So, machen wir nur den Frontlader kurz hin. So. Funktioniert auch einwandfrei. Kuppeln geht. Dann die Rundumleuchte funktioniert einwandfrei. Sehr schön. Innen drin soweit auch alles okay hier, würde ich sagen. Der Sound ist auch hier vorhanden. Klappt prima. Kein Problem. 40 gut. Füße funktionieren auch hier, das seht ihr hier. Arme bleiben allerdings am Lenkrad dran. Genau. Super. So, im Dunkeln haben wir natürlich auch die Lichter, klar. Da haben wir dann diese vorne hinter inklusive Kennzeichenbeleuchtung ist auch vorhanden. Zweites Licht geht da hinten noch was an oben. Die dritte Licht geht da vorne noch alles an und beim vierten geht wieder alles aus. Wir haben hier die Blinker. Die eine Seite funktioniert, die andere Seite funktioniert. Der Warnblinker funktioniert auch dem Ganzen. Ja, hier wie gesagt links und rechts tut einwandfrei. Kein Problem. So. Innen drin sieht es jetzt so aus, einmal Licht, ne, ihr habt hier ein bisschen Beleuchtung, zweimal Licht passiert nichts, dreimal Licht geht halt innen auch nichts an. Einmal Licht und gut ist, hier oben tut sich auch nichts im Menü. So, genau, gut, somit zum Thema Fehler. Wir haben hier einen Mod-Fehler drin, ne? Im Sound gibt es ein kleines Problemchen wohl irgendwie, nur dass ihr das auch mal gesehen habt, von dem her. Ja, gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. So. Und doch ein ganz netter kleiner Traktor. Wie gesagt, könnt ihr euch mal runterladen. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.